Hallo liebe Freunde, jetzt willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber 2 hier bei Heisenberg zockt. Nanu, wo sind wir denn hier? Das kennen wir ja noch gar nicht. Ja, das habe ich nochmal gebaut. Weil eben gestern lief das Spiel nicht mehr, also es lief eben schon, aber die Fahrzeuge haben sich alle nicht mehr bewegt. Ich weiß bis jetzt nicht warum. Ich habe jetzt einen alten Spielstand geladen und das hier nochmal gebaut. Ohne Zug, weil den haben wir noch nicht. Den hatten wir auch gestern noch nicht, beziehungsweise wir hatten das Krokodil. Das wollte dann nicht. Ja, und jetzt läuft's. Sieht man ja. Überall fahren die Züge. Tipptopp, passt. Hier noch eine spezielle Brücke, die irgendwie cool geworden ist, finde ich. Also das ist eine Brücke, die haben wir so noch nicht. Eine Autobrücke. Weil ich hatte so den Verdacht, ob es vielleicht sogar am Bahnübergang liegt. Keine Ahnung. Ich weiß es tatsächlich nicht, an was es lag. Aber ich hoffe jetzt, es läuft weiter. Hier noch ein paar Container einfach. Ja, so als Hingucker. Und hier natürlich eine Tafel. Achtung Kurve, weil hier ist eine fette Kurve. Gut, also dann hätten wir das. Die Linie haben wir auch, wir können sie mal benennen. Soll ich die anders benennen? Vielleicht lag es ja daran. Vielleicht mag das Spiel irgendwie das Wort Krokodil nicht. Gut, wir nehmen ja auch kein Krokodil. Nee, das machen wir jetzt nicht mehr. Wir nehmen die Köf, würde ich sagen. Da machen wir doch Köf draus. Köf, das war Baumstammzubringer. Genau, Baumstammzubringer. Da sind keine komischen Buchstaben drin. Also, ihr seht schon, ich bin ein bisschen... ja, ratlos, warum das gestern plötzlich irgendwie nicht mehr gelaufen ist. Ich habe ja den PC auch neu gestartet. Also es war nicht so, dass sich da irgendwie beim PC was aufgehängt hat und dann aufs Spiel übergegriffen hat. Nee, es war tatsächlich was anderes. Aber schön hier der Bahnhof. Der gefällt mir schon ausgesprochen gut hier mit dem LKW-Verkehr. Und hier gibt es jetzt dann gleich noch mehr LKWs, ganz klar. Weil eben von hier hinten dann die Bretter hier hin müssen und dann hier hin. Gut, also dann machen wir da mal. Die Linie haben wir benannt. Ein Depot habe ich hingestellt. Ich habe sogar probeweise bereits eine Köf gekauft, also das funktioniert. Das ist eigentlich kein Problem. Fuhr auch. Das ist vielleicht noch wichtig zu sagen. Hier können wir auf beliebig gehen. Und dann müsste die Köf eigentlich hier bei alle. Jawohl, da ist sie. Jetzt, wie viele hatten wir? Ja, es kann nicht dran liegen, dass wir da 5 Köfs hatten. Das kann es auch nicht sein. Ich mache mal 3 Stück und dann gucken wir mit den Wagen. Cargo wäre hier dann Le Baumstamm. Sag mal, irgendwo muss doch ein Baumstamm sein. Hier. Gut. Da wird nichts aufgelistet, weil hier noch die Köf drin ist. Aber jetzt. Wir haben verwendet letztes Mal irgendwie die hier unten. Ich nehme mal, wie sieht es mit denen aus? 50 km/h. Ja, die Köf ist langsamer als diese 50 km/h. Können wir also machen. Oh, das sind aber irgendwie... hier sehen wir Bretter. Das sieht hier irgendwie anders aus. Gefällt mir nicht. Ich hätte gerne... so eine Art Rungenwagen, eben die zum Beispiel. Komm, wir nehmen doch gleich die nochmal. Machen wir mal. So, hier haben wir ein paar von denen. Moment, da muss ich aufpassen, da haben wir da irgendwie ein Bremserhaus. Machen wir mal den hier. Dann haben wir hier was. Da haben wir wieder mit Bremsen. Bremserhaus. Dann haben wir die hier. Dann sind wir hier bei mittelmäßig. Der muss jetzt auch nicht 200 Meter lang sein eigentlich. Kapazität 63. Da gucken wir mal. Wir haben eh gerade einen Autosave. Vielleicht machen wir irgendwie noch eine zweite Komposition mit Ausweichgleis, wenn wir sehen, dass wir dort zu viel Holz haben. Mir gefällt das Mittelmäßige nicht. Ich mache mal nochmal einen Wagen ran und ich mache aber tatsächlich auch nochmal eine Köf ran. Also alle, die Baumstämme weg. Hier auf Dingens und dann hier nochmal Köf. Käf. Moment, Köf. So, jetzt. Jetzt habe ich eine Öf. Also irgendwie, es ist halt teilweise reagiert auch nicht richtig. Das muss man tatsächlich sagen. Also nochmal eine Köf. Machen wir dazu. Dann sind wir immer noch bei mittelmäßig. Noch eine. Jetzt sind wir bei gut. Das gefällt mir besser. 5 Lokomotiven. Okay, gut. Wir kaufen das. Ja, klappt auch. Das hat ja gestern auch nicht mehr geklappt, weil alles Stillstand. Gut, sehr schön. Können wir zuweisen. Linie. Was haben wir gesagt? Baumstämme. Und zwar... ne, wir haben nicht gesagt Baumstämme, wir haben gesagt Köf. H-I-J-K Köf. Wo ist er? Hier, zack. Mach mal. Fährt auch raus. Wunderbar. Ich glaube, wir haben das Problem behoben, ohne zu wissen, woran es lag. Aber das Ding läuft wieder. Och, und das sind halt schon sehr schöne, putzige Lokomotiven. Ja, die haben jetzt ein bisschen was zu tun. Da das ganze Holz wegkriegen. Oh, sehr schön. Stimmt, ich habe doch noch ein paar Pese hingestellt. Haben wir zu viele Ps hingestellt? Hat das das Spiel überfordert? Ich lasse das mal. Dass wir hier nochmal Ps hinstellen. Oder kommt, also 2 können wir machen. Machen wir ganz kurz Pause. Wehe, wenn das wieder nicht mehr läuft. Wobei, dann wüssten wir wenigstens,
Es liegt wahrscheinlich an den Wegpunkten. Ich nehme die gar nicht in die Linie rein, weil das ist autonomes Gleis. Mir geht es darum, dass hier tatsächlich gehupt wird. So, also den hier wieder Play und bewegt sich wunderbar. Dann würde ich sagen, steigen wir doch glatt kurz ein und schauen uns das an. Oh, das sieht doch relativ cool aus. Wir hupen mal. Ne, er hupt ja eh gleich. Er fährt am P vorbei. Irgendwo haben wir es. Aha, da war es, glaube ich. Sehr cool. Das ist ein bisschen die Frage, wie fahren wir hier denn mit? Wenn wir hier hinten uns hinsetzen. Ja, das hat doch einen gewissen Charme, würde ich sagen. Kriegen wir hier schon ein paar Bretter? Ich glaube schon, weil eben ich habe die Kö vorher schon fahren lassen, um zu gucken, ob sie fährt. Und sie fuhr. Da dachte ich, okay, jetzt steht dem Aufnehmen nichts mehr im Weg. Ja, man sieht es eh. Hier liegen eh schon Baumstämme rum. Sehr gut. Die bitte verladen. Da gucken wir gleich mal so, wie das aussieht. Jawohl, das müsste eigentlich optisch dargestellt werden. Alles andere würde mich enttäuschen. Jawohl. Oh, sehr schön. Das ist eigentlich fast schon. Ja, voll beladen ist übertrieben, aber es geht in Richtung gut beladen. Ach, und dann fahren wir rückwärts. Wie cool ist das denn? Ja, mach mal. Da fahren wir tatsächlich rückwärts zurück. Okay, wir setzen uns mal hier rauf. Und fahren mal so mit, würde ich sagen. Gut, ist jetzt natürlich keine, wie soll ich sagen, massiv interessante Strecke. Es geht halt von A nach B. Aber das ist auch nicht, wie soll ich sagen, hier Sinn der Sache. Wir brauchen halt tatsächlich die Baumstämme da hinten, damit wir dort das Ganze in Bretter verwandeln können. Und diese Bretter, die brauchen wir dann zur Maschinenproduktion. Oder für die Maschinenproduktion. Also woran lag das denn jetzt gestern? Irgendwo war irgendwas, was dem Spiel halt einfach nicht gefallen hat. Aber ich hatte sowas auch noch nie. Das kennt ihr vielleicht auch nicht. Also normalerweise stürzt das Spiel doch ab. Ja, dann ist es weg. Aber doch nicht irgendwie, dass das Spiel eigentlich noch weiterläuft. Ich konnte die Maus noch bewegen im Spiel drin. Ja, aber es bewegt sich halt kein Fahrzeug mehr. Und den Ton hatten wir ja noch. Also die Lokomotivengeräusche, die waren da. Na gut, ist jetzt egal. Keine Ahnung, was war. Aber ja, jetzt läuft's wieder. Und das hat Spaß gemacht, das hier nochmal zu bauen. Hier mit dieser Brücke, die finde ich schon sehr cool. Das ist halt eine sehr spezielle Brücke. Also wenn man hier rüberfährt, weiß man, wo man ist, sage ich mal. Und schön, dass wir auch bereits die ersten Baumstämme haben. Können wir auch nochmal schnell gucken gehen. Boah, schon sehr cool gemacht hier. Sogar verschnürt das Ganze, damit sie nicht runterfallen. Ja, das sind so kleine Details, die ich tatsächlich sehr, sehr liebe. So, gehen wir wieder hier hin. Einmal rüber, einmal nach hier vorn. Und fahren in die Bahnhof rein. Was wir jetzt hier natürlich noch brauchen. Moment. Jawohl, was wir hier jetzt natürlich noch brauchen. Logisch die LKWs. Und danach haben wir hier Stahl und Bretter. Mhm. Und damit können wir dann zur Maschinenfabrik, die wir aber noch bauen müssen. Da schauen wir, wo wir die hinstellen. Die muss nicht unbedingt hier sein. Ich möchte da nochmal einen Zug haben, ganz klar. So, gleich haben wir es. Einmal drehen. Nochmal von hier gucken. Schöne Komposition, wie ich finde. Und zinnig. Also man muss hier nicht mit 100 km/h langfahren. Also überhaupt nicht. So, Bretter werden abgeladen. Sehr schön, die wissen jetzt eigentlich noch nicht, was sie mit denen machen sollen. Werden es aber gleich rausfinden. Haben wir hier bereits ein Überangebot. 83. Als Kapazität oder Kapazität ist hier 70. Ja, wisst ihr was, da machen wir doch Folgendes schnell. Man reiche mir ein Gleis. Wir machen das zweigleisig. Und setzen nochmal einen Zug rauf. So, einmal hier. Bis hierhin, oder bis hierhin würde ich sagen. Und hier irgendwie die Weiche bei der Brücke. So, dann ist das die Ausweichstrecke. Das funktioniert sogar prächtig. Dazu ein Signal. Bleiben wir mal bei dem hier. Die haben wir so oft noch nicht verwendet. Ja, bis hierhin. Da brauchen wir gar nicht mehr. Das passt. Und dann können wir hier Folgendes machen. Fahrzeug verwalten. Einmal klonen, bitte. Dann haben wir hier das Ganze zweimal. Mit Kapazität 70 wäre 140. Wäre... okay, vielleicht brauchen wir dann sogar drei Züge. Das könnte ich auch sein. Dann machen wir es hier nochmal. Dann machen wir es hier nochmal zweigleisig und setzen drei Züge rauf. Oder sollen wir das gleich jetzt mal machen? Da kriegen wir da hinten jetzt genug Bretter. Wäre ja eigentlich doof, wenn wir es anders machen. Kommt, machen wir. Also, hier nochmal. Sagen wir mal von hier oben. Das Ganze hier runter. Hier im Prinzip am Depot vorbei. Einmal so, bis zur Brücke.
und Bad. Man könnte es fast durchgehend zweigleisig machen. Ich finde das aber irgendwie noch reizvoll, wenn wir es so haben, muss ich gestehen. So, einmal bis hierhin. Das passt. Und dann machen wir hier nochmal den. Fahrzeug verwalten. Nochmal klonen. Jetzt könnte man natürlich sagen, mach doch einfach Züge mit mehr Kapazität. Ja, klar, ging ja auch. Möchte ich aber tatsächlich nicht. Ich finde das mit diesen Köf sehr nett. Möchte das genau so haben. Oh, aber hier kriegen wir Holz ohne Ende. Das ist ja schon krass. Vielleicht nochmal einen weiteren Wagen dazu. Wir behalten das mal im Auge, wie das aussieht. Und jetzt würde ich sagen, dass wir hier hinten gucken, dass wir hier tatsächlich dann die Bretter wegkriegen. Würde heißen, hier bräuchten wir Gebäude, Cargo. Haben wir hier irgendwas, was ein bisschen mit Holz zu tun hat? Das hier. Farbe wählen, Untergrund nicht ändern. Ja, hat jetzt nicht, nee, ist nicht direkt irgendwas mit Holz. Was ist das hier? Müllton? Nee, brauchen wir nicht. Wir brauchen hier eigentlich eh nur ein so ein Teil. Also ein Terminal. Länge, Tram, Tram, Tram. Ich würde sagen, machen wir so. Das müsste doch eigentlich relativ vernünftig aussehen. Ja, irgendwie möchte es aber nicht. Muss ich ein bisschen mit Abstand machen. Oder sollen wir was anderes nehmen? Oh, hier ist irgendwie nichts drauf. Stimmt, das hat man doch schon mal, dass hier nur ein Würfel drauf ist. Auch interessant. Was ist das hier? Aber das sieht eigentlich schon auch nett aus. Hier aber keine Plattform. Dann 20. Und dann fahren die hier rein. Das finde ich soweit okay. Ja. Doch, sogar mit Zufahrt. Ich würde das gar nicht in die Straße integrieren. Dann so machen. Zack, einmal den. Dazu eine Straße. Nicht städtisch, sondern so eine Straße. Einmal die Kurve. Und dann irgendwie hier reindüsen. Ja, gefällt mir. Hängt auch dran. Alles andere wäre verwunderlich gewesen. Okay, wir brauchen eine neue Linie. Von hier einmal quer hier rüber. Da rein. Da schauen wir dann noch mit dem Terminal. Und das hier wäre dann im Prinzip Bretter. LKW. Stahlfabrik. Stahl. Was ist mein F? Fabrik. Stimmt das? Ich schreibe hier wieder in der Gegend rum. Doch, stimmt. Gut. Haben wir hier irgendwo ein Depot? Ich würde mal sagen, ja, ich sehe es auch schon. Und da weiß ich auswendig, dass das funktioniert. Wunderbar. Wir brauchen hierfür, nicht für die Baumstämme, für die Bretter, LKWs. Da haben wir doch mit Sicherheit auch ein paar sehr schöne. Open Truck. Hier, sowas dachte ich eigentlich. Machen wir davon mal 5 Stück. Kaufen, Dankeschön. Dann hätte ich aber gerne nochmal ein, zwei. Und zwar andere. Was haben wir denn noch? Das waren, glaube ich, die wir jetzt gerade verwendet haben. Ja, nee, die sind geschlossen. Die hier sind eigentlich zu alt und wahrscheinlich auch zu langsam. Hier haben wir nochmal sowas. Open Trailer. Machen wir den noch. Und hier oben, ja, der ist wahrscheinlich zu langsam. Ne, 95, da könnten wir tatsächlich so einen noch haben. Wir nehmen mal so einen noch dazu. So, passt. Dann hätten wir hier Baumstämme. Ne, wir haben Bretter. Bretter, Bretter, Bretter. Wo ist das R? Bus, 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 Bretter, LKW, Stahlfabrik. Da haben wir die Linie. Da wird schnell gerechnet. Passt, das Spiel läuft noch, da bin ich beruhigt. Und da kommen sie auch schon raus. Achso, ich wollte wegen dem Terminal noch gucken. Das machen wir schnell. Terminal. Ja, hier in der 6. Da sind nur 9 in der 5 drin. Und die sind auch verteilt. Das passt. Sehr schön. Dann haben wir hier ordentlich, ordentlich LKW-Verkehr. Und alles in dem Sinn sinnig natürlich. Also das macht halt tatsächlich Sinn, dass die LKWs hier lang fahren. Aha, dann fahren sie hier auf die Brücke rauf. Sehr schön. Ich würde sagen, da steigen wir doch ganz kurz ein. Und nehmen das noch schön mit. Ach Kollege, hui, also mit so einem Käfig vorne dran. Sehr cool. So, einmal over the bridge. Mal hupen. Ja, ist jetzt dem LKW nicht angemessen, sage ich mal. Also das ist ein bisschen, bisschen schwach, aber okay. Hier ist auch nicht viel Verkehr, zumindest kein Privatverkehr. Da muss man auch nicht so hupen. Ja, und jetzt, Kollege Cockpit. Hm. Ja, sagen wir mal so, ausbaufähig. So, dann mal einmal aufs Dach rauf. Ja, sorry fürs wilde Kamera bewegen, aber das geht dann fast nicht anders. Ja, und jetzt geht es hier halt in den LKW-Port rein. Nehmen wir noch mit. Ich werde jetzt ganz schnell noch gucken, wie es mit den Zügen aussieht. Sind die komplett überlastet hier?
Da müssen wir uns noch mal was einfallen lassen. Man könnte natürlich im Prinzip sogar das Ganze noch so machen. Das schaue ich mir schnell an. Dass wir da hinten zur Verstärkung auch noch LKWs einsetzen. Wisst ihr was? Das schauen wir uns an. Vielleicht kriegen wir es dann sogar hin, dass die über diese neue Brücke fahren. Dann hätte diese Brücke nämlich auch noch einen Sinn. Okay, wir gehen mal raus. Und schauen. Hier liegt noch nichts. Wie sieht das hier hinten? Ja, ja, das ist, das schreit eigentlich fast danach. 158. Er wird jetzt wieder 70 abtransportieren. Ja, dann schauen wir doch mal schnell. Hier kriegen wir einen LKW-Port hin. Das geht dann hier lang. Dann fährt er aber nicht über die Brücke. Doch, er fährt, die fahren über die Brücke. Jetzt haben wir aber hier, glaube ich, noch ein Terminal. Das müssen wir ausbauen. Kann ich das konfigurieren mit Sicherheit? Jawohl. Güter. Nochmal irgendwie so eine Plattform. Die dürfte auch ein bisschen länger sein. Wir machen dich mal hier hin. Achso, da mache ich sie einfach so. Okay. Ein Gebäude. Jawohl, einmal den. Und dann sieht das doch schon relativ cool aus. Haben wir jetzt zwei Terminals? Jawohl, sehr gut. Dann haben wir das hier. Die sind nach hier oben hin. Und schauen mal, wo wir hier unser Terminal hinmachen. Ja, da hat sich jetzt nicht so viel geändert. Wir haben immer noch ein bisschen die gleichen. Wie sieht's aus mit dir? Wie, das wird hier komplett in den Berg reingefräst. Das gefällt mir natürlich nicht. Das würde gehen, ist aber komplett übertrieben. Weil wir brauchen tatsächlich hier wirklich nur ein Terminal. Ja, irgendwie sowas in der Richtung. Und dann mit einer Kurve da rein. Ich würde das so machen. Was haben wir hier? Ein Terminal, das ist okay. Hängt eh schon am Bahnhof dran. Da muss halt das Spiel merken, dass wir hier auch noch LKWs haben. Aber das sollte das Spiel auch merken. Machen wir eigentlich keine großen Sorgen. So, das geht da rein. Dann haben wir nochmal eine Linie. Dann kriegen wir ja nochmal ein bisschen LKW-Verkehr hin. Finde ich eh schön. Das geht dann hier rein. Gerne ins zweite Terminal. Ich gehe mal davon aus, das passt. Nee, passt nicht. Okay, machen wir hier die 1. Dann passt. So, Linie beschriften. Das wäre dann Baumstamm. Baumstamm. LKW. Stahlfabrik. Stahlfabrik. Okay, müsste auch passen. Wir brauchen... Ach komm, wir nehmen einfach das Depot, was wir hier hinten haben. Das passt doch. Fahrzeuge kaufen. Jetzt wären es nicht Bretter, jetzt wären es Baumstämme. Das wird aber bei den LKWs wahrscheinlich keinen großen Unterschied machen. Oh, ich wollte mir eigentlich den anderen LKW noch ansehen. Den coolen. Da haben wir auch so ein Rungendingens. Jawohl, mach mal den hier. So, hier nochmal. Das passt bereits. Das ist eine ordentliche Ladung. Okay, dann haben wir hier... Bretter, LKW, Stahlfabrik. Ist das unsere Linie? Was habe ich denn jetzt gerade gemacht? Doch, die Bretter. Ne, die Baumstämme haben wir hier nochmal. Baumstamm, LKW, Stahlfabrik. Das müsste die Linie sein. Machen wir mal. Einmal plupp. Die fahren hier nicht rein, sondern die fahren da unten rein. Jetzt wäre es natürlich irgendwie vielleicht gar nicht so verkehrt. Die würden noch schnell mitfahren, damit wir hier die Brücke noch haben. Aber wir können ja mal schnell gucken. Die Linie. Das führt uns schon über die Brücke. Oh ja, hier tatsächlich einmal außen rum. Sehr schön. Und da haben wir ja doch ein paar LKWs genommen. Das sollte eigentlich dazu führen, dass wir da hinten die Baumstämme wegkriegen und hier dann genug anliefern können. 71 im Lager. Werden da schon welche gemacht? Ich glaube schon. Ja, nee, im Moment noch nicht. Da müssen wir Geduld haben, bis die LKWs sozusagen greifen. Jetzt, wie gesagt, ich wollte nicht den anderen LKW noch sehen. War das nicht er hier? Doch, guck mal, der. Das ist der Spezielle, den wir hier noch auf die Reise geschickt haben. Wunderbar. Hier hinten wird es dann langsam ein bisschen stauig. Aber wir haben natürlich auch überall Ampeln. Das macht halt auch keinen Sinn. Lass uns mal die Ampeln hier weg. Ampel weg. Haben wir hier auch eine? Ne, da sehe ich nichts. Gut. Dann haben wir hier die wichtigste oder die blödste Ampel schon mal weg. Da können die frei fahren. Ja, hier ist ordentlich was los. Eieiei, kann ich hier hinten vielleicht noch eine Ausfahrt machen? Ne, wir lassen es mal. Moment, ist ja okay. Das ist jetzt halt wirklich, dass alle miteinander gleich mal losfahren. Das ist natürlich dann schon so, dass man hier ein bisschen Stau hat. Wir drehen den mal noch, damit die nicht hintereinander herdackeln. Da dreht er wieder. Ist es denn wahr? Sag mal. Ach so, der ist natürlich, ja, das bringt nichts, wenn ich den drehe. Der fährt ja hier nicht lang. Der fährt von hier nach da hinten. Wenn ich hier LKWs drehe, muss ich das machen, wenn sie auf ihrer Linie sind. Sonst funktioniert das Ganze natürlich nicht. Deswegen lassen wir sie mal fahren. Ja, wisst ihr was? Ich mache mal gegen meine Gewohnheit diesen hier.
Ah ne, guck mal, die fahren sogar vorbei. Weil dann können wir hier die Brücke befahren. Und das möchte ich tatsächlich noch. Und was wir danach machen? Wir düsen Richtung Autobahn. Ich möchte die Autobahn nach Leipzig hochziehen. Und ich möchte unbedingt, weil das haben wir auch noch an Bord, die Dingens machen. Genau, die Dingens, die Autobahnraststätte. Das werden wir uns noch kurz ansehen. Aber das werde ich in den letzten paar Minuten noch hinkriegen. Und bin ich froh, dass das Ding wieder läuft. Also ich dachte gestern echt, was ist das denn? Weil das sind so Probleme. Ja, wenn das Spiel abstürzt und sagt Mod XY, okay. Dann ja, weiß der halt, was ist. Aber wenn halt einfach irgendwie das Spiel allen Ernstes irgendwie, wenn sich die Fahrzeuge nicht mehr bewegen. das Spiel selber aber noch läuft und nicht abstürzt, das ist halt schon merkwürdig. Oh, hier haben wir aber ein bisschen, habt ihr gesehen? Hier ist irgendwie ein bisschen Geländer drin. Oder ist das nur, wenn wir mit dem Fahrzeug drüber fahren? Das ist schade, aber Leute, ich würde das lassen. Wisst ihr warum? Weil das sieht man nur, wenn man mit dem LKW rüberfährt. Und das machen wir jetzt genau einmal. Und danach machen wir es ja nicht mehr. Wenn man von hier unten guckt... Oh, Fehlermeldung. Wenn man von hier unten guckt, dann sieht das eigentlich okay aus. Ja, ein bisschen ist da was drin. Man sieht es hier. Das ist halt so ein Hugel. Das ist eine Bremse, damit die hier nicht mit 180 rüberdonnern. Was haben wir denn hier? Das ist ja nicht mal die Köf. Was haben wir hier denn für ein Problem? Wir gehen mal schnell gucken. Aha. Okay. Lebensmittel. Das ist aber da interessant. Das ist eine Linie, die läuft schon seit weiß ich nicht wann. Lebensmittel zum Airport. Jetzt haben sie ein Problem. Weil der, weil hier ein Signal ist, das gehört hier nicht hin. Was ist das denn? Wir drehen dich mal. Und nehmen dieses Signal weg. Zack, einmal den. Und dann müssen wir gucken. Dann haben wir hier das Signal, das hätte dann seine Richtigkeit. Aber er hat jetzt hier tatsächlich ein massives Problem. Da machen wir folgendes. Beladen ist er ja nicht. Dann können wir hier zu Fahrzeug. Zack, den klonen wir. Und den hier verkaufen wir. Dann ist der hier sozusagen verschwunden. Sehr gut. Das ist immer die beste Lösung, finde ich. Weil wenn sich die irgendwie dann mal verfräst haben, dann haben sie sich verfräst. Gut, jetzt sollte das Ganze eigentlich gelöst sein, weil dieses Signal hier Käse war. Ganz einfach. Das kann so nicht funktionieren. Hey, haben wir hier Brötchen? Wir haben Berlin Lebensmittel. Das ist eine Strecke, die haben wir mal neu gemacht. Aber okay, das müsste eigentlich trotzdem funktionieren. Die Lebensmittel kommen ja weg. Das ist halt hier, ja, gut frequentiert. Dann hast du hier auch ein paar Brötchen, das ist klar. Aber ich habe eh gesagt, wir werden uns diese Cargo-Sachen mal nochmal ansehen. Und überall, wo wir eine Überlastung haben, da werden wir natürlich gucken, dass wir da helfen können. Haben wir hier ein paar Bretter? Hier haben wir noch keine Bretter. Lager, Konsum, okay. Das funktioniert hier irgendwie noch nicht, so wie es aussieht. Dass die nach hier hinten gehen. Ach, ich weiß auch, warum das noch nicht funktioniert. Wir haben den Zug ja noch nicht. Ich räume. Das ist noch nicht fertig hier. Das mit der Autobahn müssen wir nochmal verschieben. Uns fehlt natürlich die Maschinenfabrik noch. Klar, Stahl und die Bretter, die müssen dann zur Maschinenfabrik. Sonst wissen die gar nicht, was die hier mit den Brettern anfangen sollen. Das Stahlwerk braucht ja die Bretter nicht. Ja, ist relativ logisch. Jetzt, wohin mit dieser Maschinenfabrik? Ich habe gesagt, ich hätte gerne mal eine Industrie noch hier hinten. Finde ich eigentlich eine schöne Geschichte. Zum Beispiel hier. Und dann, was machen wir dann? Oder wie machen wir das dann mit dem Zug? Na, hier lang düsen. Wo haben wir den anderen Bahnhof? Hier oben. Die Gleise, gut, die führen halt nicht wirklich weit. Hier irgendwo. Ich würde die Maschinenfabrik hier. Zum Beispiel hier ein bisschen an Rom ran. Das ist doch eine Idee. Lass mich mal gucken. Maschinenfabrik. Das wäre die hier. Ja, sieht doch relativ gut aus. Wir hätten hier Industrie. Hier haben wir den Cargo. Bahnhof von Rom. Ja. Da haben wir eine Brücke, das geht so nicht. Hier, lass uns das Teil hier hinstellen. Wir haben die Straße, ja, da können wir von da raus gehen. So, Rom, zack, hat eine Maschinenfabrik. Sehr gut, freut mich. Schnell anschließen, den ganzen Spaß. Da mache ich sogar eine städtische Straße, weil wir doch in der Stadt drin sind. So, angeschlossen haben wir es. In die Richtung, ja, guck mal, hier ist eine Riesenstraße. Also, wenn wir das schon haben... Ja, aber das muss nicht mit so einem Riesenbogen sein. Mach das mal gerade. Oder parallel. Parallel zur Maschinenfabrik hätte ich das gerne. Dann geht das da rein. Und dann geht das hier da rein. Und dann funktioniert das bereits. Jawohl, ist hier ein bisschen eine dünne Einfahrt, aber okay. Oh, Lalü haben wir ja auch noch. Ich habe doch gerade irgendwo Polizei oder was gehört. Ja, wie auch immer. Also, das würde soweit passen. Das ist die Maschinenfabrik.
Jetzt habe ich uns natürlich keinen Gefallen getan. Irgendwie wäre es schon interessant da unten. Weil, ja, da fehlt natürlich der Bahnhof. Wir könnten natürlich hier unten in die Gleise rein. Das wäre eine Möglichkeit und dann wieder mit LKWs arbeiten. Aber ich fürchte, ja, das gibt ein riesen Verkehrsding. Wobei, oh, guck mal hier mit der Brücke. Ja, so verkehrt ist das eigentlich nicht. Was haben wir hier denn an freien Gleisen? Hier haben wir da auch noch Gleise, aber das sind halt Durchfahrtsgleise, da können wir nicht viel machen. Ich mache das mal anders. Wir schnappen uns mal den Bahnhof. Terminals. Eigentlich haben wir hier ja schon ein paar Terminals, aber das hier sind doch Durchfahrtsgleise alles. Oder das hier vielleicht nicht. Man zeige mir mal schnell. Ach, da sind halt die LKW-Ports noch dabei. Okay, hier Gleis 1. Wäre das hier. Da könnten wir aber noch rein, da ist keiner. Ist überhaupt jemand drin? Doch, hier Rom-Nahrungsmittel, Rom-LKW-Nahrungsmittel. Eine Linie müsste hier drin sein. Ich sehe sie nur gerade nicht. Aha, wenn ich so mache. Ja, da ist sie doch. Da kommen wir rein. Das können wir machen. Hier, dieses Gleis ist zwar besetzt. Das schließen wir mal an. Wir schaffen uns ein Gleis. Und machen mal den hier. Ne, machen wir nicht. Wir machen es anders. Mal gucken, ob es überhaupt geht. Ja, doch, so geht's. Dann ist das angeschlossen. Das hier wird unser Gleis. Jetzt müssen wir gucken, wie wir von hier tatsächlich nach da hinten kommen. Und was ich jetzt auch gerade sehe. Ach, grüne, okay. Wir brauchen hier noch ein paar Fahrzeuge mit Kapazität. Weil hier liegen die Brötchen rum. Das ist ja ganz krass. Machen wir anders. Das ist die Linie Rom-LKW-Nahrungsmittel. Aber irgendwo ein Depot? Mit Sicherheit. Die Frage ist, wo? Wo haben wir das denn hingestellt? Hier. Da haben wir mehr als ein Depot, weil wahrscheinlich die Hälfte wieder nicht funktioniert hat. Tram-Depot, Straßenfahrzeug. Okay, dann nehmen wir hier LKWs, die eine fette Kapazität haben. 30. Wir können hier mal schnell gucken. Machen wir das mal so. Düsen rauf. Der hat... Achso, dann sind wir hier unten mit den fetten Teilen. 42, das ist das Maximum, was wir haben können. Ja, machen wir von denen mal nochmal 4 Stück. Kaufen, zuweisen wäre dann Rom. Habe ich hier das Auge aktiviert? Jetzt, Rom, Nahrungsmittel, genau, LKW. Zack, sehr gut, die werden jetzt im Momentchen brauchen, bis die hier aktiv eingreifen. Aber dann haben wir das auch soweit. Gut, dann schauen wir mal, wie sieht das jetzt aus? Wir kommen von hier. Wisst ihr was, wir haben doch eigentlich bereits eine Linie. Ne, das ist Stahl. Wir haben eine Lebensmittelversorgung da hinten. Da müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Wenn wir hier irgendwie rausdüsen, die Gleise nehmen, dann macht der hier die Biege. Da könnten wir hier ausfädeln und in die Gleise rein. Das führt uns dann nach Falsch. Wobei, wenn wir hier die Biege machen und dann hier durch die Stadt durchfahren, dann müssen wir hier reinkommen. Das ist doch, das müsste funktionieren. Also, das wäre dieses Gleis hier, dass wir dort reinkommen. Gut, wir schauen mal, wo wir hier ein freies Gleis haben. Da haben wir doch mehrere. Also das hier wäre frei, dann würde ich das mal nehmen. Würde heißen, wir düsen hier lang und fädeln hier aus. Zack, mit dem hier und gehen dort in die Gleise rein. Also, da müssen wir relativ früh ausfädeln. Wäre dann hier. Da haben wir aber noch eine Steigung. Mal gucken, ob das überhaupt geht. Moment, von hier runter. Das könnte... Nö, das geht sogar. Okay, die Weiche ist aber noch okay. Jawohl. Sehr gut. Einmal so. Einmal diesen. Zack. Einmal darüber. Da hätte ich doch fast die Maschinenfabrik vergessen. Ich wollte schon Autobahn. Mann, oh nö, jetzt aber das ist ja falsch rum. Oh, Gelle-Effekt. Aber irgendwie ein komischer Gelle-Effekt, aber das gibt es halt auch. Wir müssen mit dem Teil... Moment. Ne, mit dem müssen wir eben nicht. Mit dem müssen wir. Warum geht das jetzt nicht? Warum kann ich hier nicht andocken? Ich glaube, ich habe das falsche Ding erwischt. Okay, das kann vorkommen. Also, hier ran. Hier ebenfalls ran. Ich möchte das wieder nicht. Aber ich mache nur eine Kurve. Kann sein, dass hier das Gleis im Weg ist. Oh, das ist möglich. Ich mache es mal einen kleinen Schritt und dann geht es in der Regel. Dann wird das neu berechnet. Ja, ja. Schon funktioniert. So, jetzt hier raus. Da rein.
das Signal hier, das kappen wir, das ist im Weg. Das müssen wir eh neu machen. Und von hier geht das hier rein und dann passt das bereits. So, dann schauen wir schnell wegen dem Signal. Nehmen wir so eins. Dort haben wir Signale, hier haben wir Signale. Dann hätten wir gerne hier eins und wir hätten gerne hier unten eins. Das würde schon mal passen. Dann hätten wir gerne hier eins und wir hätten gerne von hier kommend hier eins. Ist das richtig, was ich gemacht habe? Ne, wir brauchen das hier. Das kann ich wieder kappen. Das ist völlig falsch. Das ist eigentlich richtig. Das lassen wir mal. Von hier kommt, haben wir jetzt hier ein Signal. Dann haben wir dort den Block, das passt. Und hier haben wir einfach zwei Signale. Da haben wir keinen Block, das passt soweit auch. Dann hier oben schnell gucken. Da haben wir dort einen Block. Und hier hinten haben wir auch einen Block. Ja, will ich eigentlich so lassen. Da will ich jetzt... Oder ne, wisst ihr was? Hier gibt es auch noch ein Signal. Zack, einmal so. Und das ziehen wir ein bisschen weiter nach vorne. Würde heißen, das hier muss wieder weg. Zack, einmal flöten. Dann sind wir in den Gleisen drin. Und jetzt gucken wir mal. Geht das hier lang? Dann haben wir hier diesen Abzweiger. Dann haben wir hier wieder Blöcke und so weiter. Und dann können wir hier rüber. Dann geht das hier durch Rom durch. Da können wir eigentlich noch mal ein paar Signale setzen. Also hier hat es mir eigentlich fast zu wenig Signale. Hier ist eins, soweit das haben wir gemacht wegen dem Bahnübergang. Wenn wir jetzt Glück haben, hier die Kurve, dann geht es doch in den Güterbahnhof rein. Ach, es ist ja schon. Natürlich geht es in den Güterbahnhof rein. Sehr gut, wir fädeln hier mal noch fröhlich aus. Nicht mit einem Signal, sondern bevorzugt mit einem Gleis. Machen wir mal eingleisig. Den hier. Und dann geht's hier. Ja, wir folgen mal den Gleis und von hier an würde ich sagen, dann da rein. Jawohl, schon haben wir's. Das würde bereits passen. Dann hätten wir das. Ja gut, dann können wir morgen den Zug kaufen und können morgen mitfahren. Das freut mich. Und dann müsste das... Ja gut, ne, die LKWs brauchen wir natürlich noch. Die dann Stahl und Bretter nach hier hinten bringen. Und hier werden Maschinen draus gemacht. Und danach ist natürlich dann der Punkt, dann wollen wir natürlich mit den Maschinen ins Land raus. Das machen wir dann aber mit einem separaten Bahnhof, würde ich sagen, weil der hier dann irgendwann, ja, der ist natürlich irgendwann voll. Ich finde es aber eine schöne Geschichte, dass wir den jetzt nochmal nutzen und hier nochmal ein Zug ist. Finde ich eigentlich cool. Gut, liebe Freunde, dann danke euch fürs Zusehen. Ich bin heilfroh, dass das Spiel noch läuft, dass diese Macke, die wir da gestern haben, weg ist. Ich hoffe, ihr auch. Dann hoffe ich, die Folge hat euch gefallen. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns morgen wieder. Dann geht es hier weiter mit Transport Fever 2. Danke fürs Zusehen. Bis ordentlich moin. Tschüss.